Hallo, 15 Uhr, Isover Lifetime. Heute noch eine Sendung mit Firma Eternit, mit unserem Anwendungstechniker Karl-Heinz Sieg, hallo. Karl. Ich bin ja eingesprungen, schöne Gruß und gute Besserung an der Güven. Genau. Er hat sich leider ein wenig wehgemacht. Den Finger. Und in diesem Sinne, mit der Fassade haben wir angefangen und heute gehen wir über an Die Fensterleibung. Fensterleibung, ja. Wer uns beim letzten Mal zugesehen hat, wir haben bei der Fassadentafel hier aufgehört. Wir haben jetzt nochmal die unteren beiden Tafeln montiert, haben die Fensterbank eingebaut, wo wir gleich dazu kommen, was zwingend notwendig ist, bevor wir überhaupt weitermachen können. Das heißt, Fensterbänke, Vertikaljalousien, Rollläden und so weiter müssen vorher zwingend drin sein. Vorher konnten wir nicht weitermachen. Also Deswegen die müssen auch nicht bloß hier, auch auf der Baustelle, das muss live in vorhanden der sein. Baustelle muss vorhanden sein. Deswegen hatten wir hier auch letztes Mal aufgehört und haben gesagt, gut, wir können erst weitermachen, wenn Fensterbänke alles drin sind. Aber Ja? dazu gibt es auch von euch so eine kleine Hilfe, also Genau, Planung und Planung und Anwendung. Anwendung. Kommst du gerade mal, René, ein bisschen näher bitte. Dazu bitte, Wir haben Karl. hier die ganzen Details mit drin. Das heißt, wir haben auch den oberen Anschluss zum Beispiel mit Verschattungsanlage oder eben mit Fensterbank, mit Detailpunkte, wie die Lüftung und so weiter auszuführen ist. Oberer Anschluss über dem, wo das Fenster dann wieder weitergeht, wie viel Luft brauche ich dort oder eben auch die Leibungsdetaile, wie das Ganze hergestellt wird. Das ist ein bisschen übersichtlich dargestellt, kann man sich mit reinschauen. Vielleicht hältst du es nochmal hin, damit die Leute das auch wiederfinden. Ja. Wenn sie drauf zoomen, das Kann ist die ich mir Planung auch und im Internet Anwendung, runterladen, können sie sich im oder? Internet runterladen, alle auf die Seite 54 eingeben und dann haben sie automatisch die Seite, die sie brauchen. Aber hundertprozentig kann ich mich auch nicht daran halten, oder? Es ist ja immer, ich sag mal, Es ist individuell. gleitend individuell. Also niemals ein Wandanschluss oder ein Fensteranschluss ist immer unterschiedlich. Es kommt wirklich auf die örtlichen Gegebenheiten drauf an. Was habe ich vor Ort da? Kannst du mal das Muster holen, dann können wir da schon mal drauf eingehen, weil damit geht es ja schon mal los, wenn wir mal zeigen, alleine hier mit der Putzecke oder eben mit der Klinkerecke. Sinnvollerweise, wenn ich Plattenmaterialien raufbringe, nehme ich natürlich die Klinkerecke, weil ich dann drüber weggehen kann, wenn ich wie hier eine Putzecke habe. Also wir zeigen gerade mal, er meint dann so die Klinkerecke praktisch, dass ich mit Genau. dem Klinker so darüber Na, dann fahre. kann ich das Ganze konstruktiv überdecken, wobei ich hier auf der anderen Seite das Ganze natürlich nur Aufsetzen kann, ja. aufsetzen kann und muss gegebenenfalls darunter halt die Abdichtung durchführen. Das ist halt das Wichtige dabei. Und was ist die Das ist die Folie, sage ich Schleppfolie, mal? das ist praktisch der Hosenträger, den wir nochmal haben dabei. Das heißt, alles, was an Feuchtigkeit kommt, soll natürlich nicht in die Konstruktionsebene reinlaufen. Wenn wir jetzt bei Fensterbänken mit aufgesteckten Seitenkappen nur arbeiten, die sind in der Ecke immer undicht. Ja, machen wir uns nichts vor. Deswegen haben wir hier welche von Gutmann eingesetzt. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wichtig ist, bevor die Fensterbänke reinkommen, dass am Fensterbankanschluss eine Schleppfolie rangebracht wird, die so weit ist, dass sie über die Dämmebene drüber weggeht und dann vorne dementsprechend drüber wegläuft. Drüber Alles, wegläuft. was an Also Wasser das kommt, bedeutet, wenn praktisch hier Wasser reinläuft. eindringen oder runterlaufen, dass Genau. es nach außen von der Dass Fassade die nach vorne Konstruktion wegläuft. doppelt geschützt ist. Nicht nur, dass die Fensterbank, sondern dass ich wirklich was unten drunter habe. Das ist immer das, was gerne weggelassen Okay. wird. Was wir auch noch gut zeigen können, ist von der Fensterbänke her, ich zeige es mal hier, das Genau. ist das zweite Detail. Entweder Auflage zum Beispiel mit solch einem Halter schaffen, gerade wenn wir größere Ausladungen haben, dass wir dann dementsprechend eine Begehbarkeit in Anführungsstrichen schaffen, dass es nicht ganz so stark sich wegdrücken kann und auch nicht anfängt zu klappern, gerade durch den Wind. Da hast du mir auch schön erklärt, gerade wenn die Fensterputzer kommen, bei sowas, Die was machen die gern? gehen da gerne drauf, Also die obwohl sie treten es nicht praktisch. dürfen, ja, oder stützen sich irgendwie drauf ab und dann ist es gleich runtergebogen, hinter Lüftungsquerschnitt ist zu und damit haben wir halt nichts gewonnen. Deswegen, das muss auf jeden Fall verhindert werden. Also das bedeutet, dieses wäre ja praktisch an die Fassade angeschraubt und Ja. würde dann praktisch meine Fensterbank stützen. Genau. Ansonsten kann ich es auch so gestalten, dass ich ein normales Profil unten drunter habe und an dieses Profil dementsprechend unter 6 Grad in der Fensterbankebene und mit einem Zentimeter höher eine Auflage anbringe mit dem Nietgerät, sodass ich halt für die Fensterbank ein Auflageprofil habe. Wichtig ist generell ein Antidröhnen drunter, weil Ah ja, vom das Klappern klappert. her. Ja, Also das das wäre heißt, schon mal der Wind sinnvoll. würde das wirklich so in Auch der Wind Schwingungen reicht schon versetzen, aus. Der Wind damit reicht es schon klappern aus, würde. genau. Ah, Ja, okay. aber das sind halt so die Möglichkeiten, die ich habe. Ich sollte mir auf jeden Fall eine feste Unterlage schaffen, worauf ich das Ganze ablege. Wichtig ist auch, was wir hier gerade mit den Gutmann-Bänken auch dargestellt haben,
Hier beim letzten Mal mit der größeren Ausladung, hier mit der vorgehängten hinterlüfteten Fassade jetzt nur mit 10 cm Dämmung, haben wir halt weniger Ausladung. Das heißt, immer die 4 cm Überstand brauche ich immer. Ja, vom Fenster dementsprechend bis vorne hin, bis Vorderkante Fassadenbelag und dann 4 cm Überstand. Das brauche ich, damit ich damit hinkomme. Wichtig hier bei der Gutmann-Bank ist zum Beispiel, wir haben hier federnde Seitenkappen. Das heißt, wir haben beim letzten Mal, wer noch zugehört hat, mal mitgekriegt, Aluminium dehnt sich aus, 1,5 Millimeter pro Meter. Und das kann es. Wenn ich eine feste Ecke habe und ich das Ganze dann stumpf gegen die Fassadentafel laufen lasse, kriege ich natürlich irgendwo eine Verformung, eine überspitzt gesagt, einen Bogen rein. Was kann ich denn so sagen? Pro Meter? 1,5 Millimeter. 1,5 Millimeter. Ja, also das heißt, ich muss immer mal gucken und je größer die Bänke und je tiefer die Ausladung, desto mehr Gewalt kommt da einfach zustande. Ne? Und wir haben ja letztendlich nur die Befestigung hier an diesen Punkten. Okay, die Kraft muss ja dann irgendwo hin, ne? Und zeigt sich immer an der schwächsten Punkt. Ja, also wichtig, wenn Fensterbänke drin, vorher die Schleppfolie rein und dann erst die Fensterbänke, möglichst mit variablen Seitenkappen. Alles andere, was ich fest drin habe, neigt halt zur Verformung. Gut, wollen wir mal zeigen, wie wir da hinkommen? Genau, wir zeigen mal, wie wir überhaupt auf das Maß hier von dieser Platte kommen. Genau, dann gib mir mal einen Winkel, dann kann ich das nochmal demonstrieren. Wir haben ja schon mal ein bisschen was vorbereitet. Der Markus kommt mal ein bisschen näher. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld darüber im Klaren sein, wie viel vom Blendrahmen soll sichtbar bleiben. Dieses Maß muss ich festlegen, überall durch den Bau komplett gleichmäßig, damit ich gleiche Ansichten bekomme und messe dann von meinem Punkt, den ich mir festgelegt habe vom Blendrahmen, rüber von dorthin bis zu meiner letzten Tafel, die ich jetzt dran habe in diesem Falle. Es wären hier 57 cm. Wir wollen 10 mm Fuge behalten. Das heißt, mein Plattenmaß, was ich brauche, ist 56 cm. Das schneide ich mir zu. Das haben wir jetzt hier schon vorbereitet. Das haben wir vorweggenommen. Und bei der Montage haben wir uns einfach diese Hilfe dazu gesteckt. Ein Futterstück dementsprechend mit reingeklemmt. Verschraubt und schon passt meine Kante. Ja, und dann haben wir dementsprechend auch die seitliche Ausrichtung. So, Montage, Ausrichtung haben wir gemacht. Wieder auf Fest- und Gleitpunkte geachtet. Fest- und Gleitpunkte wollen wir da noch mal kurz zeigen, noch mal drauf eingehen oder wollen wir erstmal die Ecke hier fertig machen? Ich würde sagen, wir machen erstmal noch die Ecke von der Schiene hinten, weil dorthin, Markus, da musst du auch nur gerade mal wieder ein Stückchen näher kommen. Weiß nicht, ob man das sieht, deswegen wollen wir das am Tisch zeigen. Hier ist diese Schiene ist als erstes mit so einem doppelseitigen Klebeband. Genau, was praktisch die Scherfestigkeit hat, was auf beiden Seiten mit einer Klebefolie versehen ist, sodass ich damit das U-Profil schon mal montieren kann. Ja, das ist aber erstmal so eine Montagehilfe. Ja? Das ist vom Prinzip her, ja. Wenn ich das richtige Klebeband nehme, ist es dauerhaft. Aber wenn die Schienen höher werden, wo dann wieder Scherkräfte kommen, beziehungsweise Ausdehnung zum Tragen kommt, dann würde ich immer vorschlagen, dass man oben und unten einmal das Ganze mit einem Bohrer vorbohrt und dann dementsprechend mit der Schraube fixiert. Aber das zeigen wir jetzt gleich. Können wir gleich drauf eingehen. Ich zeige es gerade mal so, sieht es dann im Endeffekt aus. Wenn wir das dann später, diese Fensterleibungsplatte einsetzen, sieht es dann so aus. Okay, gehen wir gerade mal an den Tisch. Wichtig ist immer nochmal, bevor wir die Tafel montieren, haben wir hier das L-Profil nochmal ausgerichtet, damit wir hier den seitlichen Überstand bekommen. Das macht sich immer schöner, wenn ich die Tafel noch nicht dran habe. Ja, ist einfacher, weil ich habe hier immer nur einen relativ geringen Querschnitt, wo ich mit meiner Gripzange und so arbeiten kann. Das heißt, wir haben hier im Hintergrund ein L-Profil genommen, haben das Ganze... Sieht im Endeffekt so aus, meint er dann. Dann mit einer Gripzange befestigt. Mit 8 mm Rücksprung dementsprechend. Und dann kann ich da durchgehen. Ja, und dann ist die Bohrung und das Metall... Dann ist das Ganze da vernünftig fest und ich brauche hier nicht an der Fassade rumzupulen, dann geht das besser. Ja? Ich sage, gehen wir gerade mal rüber, zeigen wir das. Also hier nochmal zur Erklärung, das ist nochmal die gleiche Schiene, das machst du dann ein bisschen du, Kalle. Die ist ja hier in diesem Falle von Protektor, das 9450 mit 8 mm, sodass wir hier die 8 mm Tafel vernünftig reinschieben können. Ich habe ein minimales Spiel von 5 mm, was ich ausgleichen kann und sinnvollerweise würde ich das, wenn es länger wird, mit einer Edelstahlschraube oder ähnlichem im Untergrund nochmal befestigen. Also dieses müsste ich halt vorbereiten mit dem Bohren alles. Oben und ein Loch rein. Ja, und dementsprechend wäre dann die Schiene aufgesetzt. Damit wir überhaupt die Bewegung aus dem Untergrund aufnehmen können. Ja. Jetzt hast du mir erklärt, ich muss darauf achten, dass das Band hier vorne bündig ist. Hier, gell? Hier wollen wir ja die Platte montieren und dann dementsprechend dort auftragen. Dann wird es hier so aufgeklebt. Genau. Mach mal einen Handwechsel. Hast du? Gekippt.
und dann dementsprechend einmal abgeschnitten. Einmal ziehen, dann haben wir das Ganze weg. So, dann würde ich praktisch die Rückseite lösen. Und ja, kann es dann aufkleben. Schön sieht es hier an der Folie. Dann werde ich mir die setzen und später, so wie Kalle sagte, mit der Schraube fixieren. Genau. Und das klebt wirklich gut. Das klebt, ja, ja. Gut. Ja, das ist immer eine Sache, da kann man sich sehr gut mit behelfen. Alles, was einlagig ist und relativ dünn ist, nimmt natürlich nicht die Scherkräfte und die Bewegung aus dem Untergrund auf. Mhm. Ja, ich habe ja einmal die Bewegung von der Tafel, vom Aluminium und vom Fensterelement. So, das heißt, da muss ich schon mal irgendwo 3 mm haben, wo ich ein bisschen was aufnehmen kann, was ein bisschen beweglich ist. Ja. Ja? Okay, von der Befestigung, ich habe mir ja eure letzte Sendung angeschaut, ja, wo ich Ihnen nochmal gerne zeigen möchte, wie das wirklich direkt jetzt so gebohrt wird. Vor der Kamera zeigen wir das von der Befestiger her. Ja. Da gibt es ja 2 verschiedene Arten. Das eine ist die Fixpunkt, gell? Festpunkt. Oder? Festpunkt. Ja. Genau. Das heißt, wir haben immer ein Niet, 4x18 in der dementsprechenden Kopffarbe. Also die Farbe ist ja diese der Platte. Von der Tafel, genau. Genau. Das heißt, ich muss immer das Ganze auch dementsprechend mit bestellen, den passenden Niet dazu und setze dann als Festpunkt immer diese Festpunkthülse darüber. Ja, das heißt, wenn wir es mal durchstecken, ich stecke den mal von unten her durch, damit man sich das besser vorstellen kann. Hier in der Mitte zentrisch durchgebohrt mit der Bohrlehre. Ja. Und den Punkt in der Mitte kann ich entweder mit der Festpunkthülse fixieren oder ohne als Gleitpunkt. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Können wir auch mal komplett machen. Zeigen wir das mal. Aufsetzen. Die Maschine gefällt mir. Zack. So, das wäre jetzt der Festpunkt. Hier ein Niet ohne die Hülse. Na, hier kann ich nichts mehr schieben. Das ist soweit fest. Ja. Und hier, den habe ich vorher auch schon auf das Maß vorgebohrt mit der Bohrlehre, wo ich zentrisch das Bohrloch mit herstelle. Ich kann noch mal genau zeigen. Also das passt wirklich. Wie dafür gemacht da rein. Könntest auch von unten machen, wie du willst. Ja, mittig rein. Ja. Das heißt, so dafür ist es gemacht. 9,5 vorne durch und dann in 1 durchbohren. Ja, passt. Okay. So, und jetzt setzen wir das Ganze ohne rein. Das heißt, das ist der Gleitpunkt. Gut. Vorteil an dieser Geschichte, wir können das jetzt mal schön da ist der Verschluss deutlich zu sehen. Ne? Nietkopf hat zugemacht vernünftig und ich behalte hier von Mitte Niet bis zur Seite mehr als 10 mm, sodass ich genug Fleisch habe. Ja. Und also wirklich bombastisch. Das ist fest und unten kannst du hin und her schieben. Ja. Gut, reicht als Muster. Reicht. Okay. So, bevor wir jetzt weitermachen, Schleppfolie ist drin, Fensterbank ist drin. Das Profil ist drin, jetzt fehlt was? Unsere Leibungsdämmung. Die Dämmung, so, ja. Dein Part. Dazu kommst du auch mal gerade ein bisschen näher, bitte Markus. Wie ihr hier seht, hier seitlich haben wir die Leibungsdämmung schon eingebaut, ich zeige sie gleich. Aber selbst hier nur in knappe Zentimeter die Dämmung ein wenig nachgeschnitten. Bitte baut auch selbst 1 Zentimeter und da ist der riesige Vorteil an der Glas- und Steinwolle. Ich kann da nachschneiden, individuell, auch wenn ich jetzt zum Beispiel unterschiedliche hätte, also hier 3 Zentimeter, hier bloß 1 Zentimeter, könnte ich mir diese optimal nachschneiden. Bitte dämmt alles aus. Alles andere würde ich das jetzt hier so lassen und die Platte darüber einbauen, hätte ich eine unheimlich große Wärmebrücke. Also bauen wir ein, gehen wir gerade mal rüber ans Paket. Da möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Also gibt es speziell wirklich von uns in Ultimate Kontur FSP 032 eine Leibungsdämmplatte. Was heißt Leibungsdämmplatte? Ich zeige es euch. Das bedeutet, es ist hier eine 40 mm Platte aufgespaltet, aber vorne und hinten schon mit Vlies versehen. Warum mit Vlies, Kalle? Zeigen wir auch gleich. Genau, damit wir es dunkel haben und überall durchschauen. Damit wir es dunkel haben. Also stellt euch vor, das ist jetzt hinter diesen Platten die Dämmstoffplatte 100 mm dick und die Leibungsplatte wird innen jetzt so aufgesetzt. Das bedeutet, ich werde hier vorne noch diese helle Stelle sehen. Wenn ich da die Fuge habe, kann ich natürlich reinschauen, dann scheint es natürlich immer hell durch. Ja. Ja, das ist eher unschön, von daher ist es schön, wenn du uns jetzt mal zeigst, wie man es vernünftig macht. Wie man es vernünftig macht, auch ich setze hier das Messer praktisch unter dem Vlies ein wenig an, ziehe mir das wirklich ganz locker hindurch, klappe mir das nach hinten, schneide mal ein und zapp, schon hätte ich diese Kante
Abgedeckt. Ja, super, wunderbar. Wunderbar. Nachteil an der Geschichte ist, Kalle. Ich muss es irgendwo festmachen. Ich muss es festkleben. Also das würde hier vorne so rumkleben. Davon muss ich sagen, gute Idee vom Kalle. Einfach das Vlies herumlegen. Mit einfalten. Und dann dementsprechend mit einbauen. Mit ja. Also ich hätte Dübel befestigen und dann ist das schick. Angepresst, kann man nichts mehr passieren. Wunderbare Sache. Und so haben wir es konstruktiv gelöst und müssen nicht mit irgendwelchen Klebern arbeiten, die nachher wieder brennbar sind oder ähnliches. Brennbar oder Lösungsmittel, ich atme ein. Wir sind ja hier gerade dabei, eine nicht brennbare Dämmung einzubauen. Also insofern wäre es dann eher kontraproduktiv, da jetzt was Brennbares mit einzubauen. Ja, so ist es vernünftig. Wir sind dabei geblieben und das haben wir da dann auch schon mal vorbereitet in diesem Bereich. Ja? Gut, gehen wir über, würde ich sagen, dann zur Leibungsplatte. Heute schicken wir den Markus ein bisschen durch die Gegend. Ja, kann man ein bisschen gehen. Er muss ein bisschen was dafür machen, ja. Und willst du das machen? Soll ich das machen? Wir haben die Tafel schon mal vorbereitet. Wichtig ist, wir haben hier unten schon mal angeschnitten auf das Neigungsmaß von der Fensterbank. Das würde ich immer mal überprüfen. Ja, dafür kann man ohne weiteres, genau, ups, den habe ich noch eingestellt gelassen, ob nun Holz oder in Stahl oder wie auch immer. Wichtig ist, dass ich mir die Neigung hole, weil normalerweise hat die Fensterbank einen Winkel von 6 Grad. Ja, warum eigentlich 6 Grad? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Firma Gutmann fragen. Da muss ich praktisch nicht die Fensterfirma nachfragen. Also ist das so ein Standard, der sich eingebürgert hat. Ich bin da auch gerade nicht im Bilde. Aber wie gesagt, die 6 Grad sind Standard und dementsprechend haben wir die Neigung meistens gleichmäßig. Es sei denn, irgendjemand ist vorher schon mal dabei gewesen, hat schon mal sich drauf abgestützt. Ähnliches, dann habe ich mehr. Grad, ne? Deswegen, das mache ich lieber mal immer so und kontrolliere das Ganze mit der Schmiege, bevor ich das Ganze einbaue. Also was ich sagen muss, was ich schon gelernt habe, das gestern und heute, also man muss wirklich damit aufpassen. Also ich kann jetzt nicht wirklich grob damit umgehen. Ich brauche schon Es ist eine fertige Oberfläche. Ja, und ich muss auf die Ecken aufpassen und überall, wo ich gegenstoße, das ist unglücklich dann für die Tafel. Ja? Das heißt, ich schneide zu, breche die Kante, beschichte die Kante mit Luco und gehe dann dazu über und baue die Leibungstafel ein. Dazu. Genau. Ich hoffe, dass ich das auch so hinbringe. Das machst du super. Ja, passt sogar. Und dann oben und unten richtig reinschieben in den Spalt. Das kannst du eigentlich ganz gut sehen. So, dann müsste Markus mal, oder muss ich aus dem Bild gehen? Wir gehen beide aus dem Bild. Ja. Und ich würde sagen, kannst du weitermachen? Das ist dein Part. Ich habe ihn. Ja, ich kann hier unten nochmal schauen. Ich will ja 10 mm Abstand haben. Das heißt, ich kann in diesem Bereich die Tafel rein- oder rausschieben, was ich brauche. Und wenn ich sie auf dem Maß habe, bohre ich das Ganze durch an den dementsprechenden Befestigungspunkten und befestige es komplett. Wir haben es hier oben schon mal gemacht. Damit haben wir schon vorgebohrt. Könnte ich das jetzt eigentlich auch etwas enger machen? Wäre das ein Problem? Oder? Also unter 8 mm würde ich es nicht machen. Mhm. Okay. Ja, also wir haben Fugenbreite 8 bis 12 mm Maximum. Wir sagen eigentlich in der Regel immer 10 mm. Das ist das, was ich von der Sichtzeit auch aufnehme. Und dieses mache ich. Und das ziehe ich auch um die Ecke drum. Das Einzige, wo ich es machen könnte, wäre halt am oberen Abschluss, wo ich es auf örtlich 5 bis 10 mm reduzieren kann, ja, als Lufteintritt. Okay, ja. Dann würde ich mal sagen, bohren wir mal hindurch. Genau. Dazu auch wieder den schönen... Habe ich. Hast du? Jo. Er hat mich. Er schiebt. Dafür ist es halt live, genau. Die Hellenite hatte ich da die schon gelegt. Die Hellenite, ja. Ich habe auch mitgedacht, du wirst lachen. Super. Willst du? Du stehst da gerade günstig. Ich stehe mal gerade günstig. Passt. Also wirklich schauen, dass der Teller flach aufliegt. Komplett aufliegt und dann nochmal loslassen, nachfassen, genau, reicht. Und fest. Und wenn es schön klippert, weiß ich, der Stift ist hinten durchgefallen. Der ist hinten drin, ja. Da sind schon ein paar Stifte sind schon drin. Und dann das ganze Spiel genauso unten auch, 9,5 mm vorbohren und dann dementsprechend befestigen und montieren. Dann ist das Ganze auch vernünftig sauber fest. Hier kann ich noch ein Kompriband mit einbauen. Warum ein Kompriband? Damit es expandieren kann und wenn wirklich eine Verformung der Fensterbank stattfindet, Ermüdung oder ähnliches, weil wieder irgendeiner die Auflage nicht gemacht hat, irgendwann geht die Spannung ja selber auch ein bisschen raus, dann würde ein normales Vorlegeband ja nicht ausreichen. Also ich zeige es gerade mal so, hier zwischen beiden wirklich hier noch ein Kompriband mit einbringen, damit die Bewegung, wie Kalle sagt, aufgenommen wird und damit dann wirklich auch kein Wasser eindringen kann. Genau, ja. Und dann passt das Ganze halt auch. So, seitlicher Abschluss.
wäre hiermit eigentlich komplett erschlagen. Haben wir vernünftig gemacht. Zuschnitt haben wir uns gespart, weil wir schon vorbereitet haben. Weil wir sind gute Köche, wie in der letzten Sendung auch. Zuschnitt immer hartmetallbestücktes Sägeblatt mit Trapezflachzahn, langsam laufend oder schnell laufend mit diamantbestücktem Sägeblatt. Das sind immer die beiden Wege. Wichtig ist diese Ausklinkung der Tafel um die Fensterbank drumherum, Stichsäge Bosch, Stichsägeblatt T141. Mhm. Was ja ganz wichtig ist, was du noch sagtest, also von der Umdrehung von diesem Sägeblatt, von dieser Handkreissäge, muss ich drauf achten. Sag gerade nochmal die Meterzahl, weiß ich nicht mehr genau. Wenn ich schnell laufen lassen würde. Wenn du mit dem Hartmetall-Sägeblatt schnell laufen lässt und einer Drehzahl von über 4000 Umdrehungen bis nach 20 Meter Feierabend, das ist blattstumpf, hast du eine Drehzahlreduzierung drin. Von maximal 1000 Umdrehungen kommst du mit einem Sägeblatt 50 bis 100 Meter weit. Also ist schon eine ganze Ecke. Ja, ja, diese in Anführungszeichen fast fünffache dann. Also wenn man wenn ich Schleifen wieder einrechne von 18 Euro pro Sägeblatt, dann geht das natürlich ins Geld irgendwann. Ja. Ja, und so passt es eigentlich. Damit kann ich mir mit meinem Werkzeugpark immer noch weiterhelfen. Ja, wenn ich weiß, ich habe mehr Fläche, ab 300 Quadratmeter sagen wir eigentlich, dann lohnt sich das diamantbestückte Sägeblatt. Unter dem kann ich mit meinem normalen Equipment weiterarbeiten, was du ja auch in deinem Auto hast. Ja, genau. Ja. Okay, Anschluss jetzt oben, gehen wir noch mal kurz darauf ein. Wir haben hier das Lüftungsgitter, wenn du mal rankommen willst. Wir haben hier ein Lüftungsgitter noch mal wieder mit eingebaut beim unteren Abschluss. Bis zu einer Fuge, weiß nicht, ob man es sehen kann, wahrnehmen kann, von hier bis zur Fensterbank von mehr als 10 mm, dann muss ich das Lüftungsgitter einsetzen oder Kleintierschutz, wie das so schön heißt, was also wir auch unten einen Fußpunkt haben. Ja, unten Fußpunkt. Oder ansonsten, wenn ich zur Fensterbank eine Fuge von 5 bis 10 mm habe, dann reicht das aus, dann kann ich sie offen lassen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das Maximum 10 mm, alles was über 10 mm ist, muss ich halt mit dem Kleintierschutz versehen. Dasselbe haben wir hier oben auch schon mal mit eingebaut in die Unterkonstruktion. Vielleicht kannst du es so erfassen. Ganz normales Lüftungsgitter drin und dann bauen wir jetzt die Lüftungsplatte ein. Wir haben uns dazu entschlossen, aufgrund der weiterführenden Fassade, wir nehmen jetzt einfach an, das ist, geht noch zwei Geschosse höher, würde ich immer eine Hinterlüftung von mehr als 20 mm empfehlen. Warum mehr als 20? Wir haben Lüftungsgitter, was einen Anteil ungefähr von 46% hat, Luftdurchlass. Damit ich wieder auf mein Mindestmaß Luftzirkulation komme, haben wir in diesem Falle gesagt, okay, wir nehmen mehr als 20 mm, okay. Dann sind wir wieder passig. Ist ja dann immer ein wichtiger Punkt. Aber wenn, kann ich auch dann irgendwie, ich irgendwas nachzufragen habe, Internetseite von euch? Oder? Internetseite Planung und Anwendung wird es komplett beschrieben. Und wenn Fragen sind, entweder per E-Mail an fassade@eternit.de oder meine Kollegen am Telefon, Hotline, hier auf der Planung und Anwendung. Bleib ruhig da. Ich hole nur mal was. Hier auf der Planung und Anwendung steht hinten immer noch die kompletten Telefonnummern drauf, bei der Fassade und beim Dach. Da kann man dann jederzeit durchrufen. Irgendjemand ist immer da. Kann manchmal dauern. Wer keine Zeit hat, der schickt das Ganze per E-Mail. Das wird dann auch dementsprechend weitergeleitet. Gut. Zuschnitt erfolgt genauso wie vorher auch. Langsam laufen, schnell laufen. Wichtig ist, ich muss messen, wie breit werde ich. Ich muss oben meine U-Schiene wieder genauso positionieren. Ja, das heißt, es gibt mir praktisch meine Höhe vor, Blendrahmen und so weiter. Danach muss ich mein Profil seitlich runterziehen. Ich habe genauso die Winkel auch, die ich dann hier als Stücken mit abschneiden kann, um dementsprechend mein Lüftungsgitter oben auch mit zu befestigen. Ja. Ich ziehe das hier hinten mal raus. Ja, wenn ich das Ganze hier oben mit dran habe und habe hier so ein Stück seitlich an dem Profil befestigt, kann ich hier wunderbar mein Lüftungsgitter wieder dran festmachen, ohne dass ich vorne sichtbar durchgehe. Habe ich immer Fleisch und Fassade. Ist immer genug da. Und hier so eine kurze Stücken von 5 cm abzuschneiden, die seitlich anzupoppen, alles kein Problem. Ja? Gut. Deswegen, das funktioniert. Wenn ich meine Plattenzuschnitt habe, von der Tiefe her, dann dementsprechend wieder den Winkel gucken, ob komme ich mit der Leibung hin. Ja, da ist dann wieder das Spielchen mit dem Winkel, muss ich sie gegebenenfalls ein bisschen keilig schneiden, dass ich reinkomme. Wobei dann muss ich natürlich mir vorher Gedanken machen, fange ich mit der Leibungsplatte oben an und mache dann links, rechts die Leibung rein, geht meistens einfacher. Oder mache ich es mir schwerer, gerade wenn die Leibung auch mal ein bisschen keilig laufen, mache ich erst links, rechts und versuche dann das Ganze irgendwie da reinzuklemmen. Da tut man sich manchmal keinen Gefallen mit. Ja, das glaube ich. Wir haben es einfacher, wir haben hier nur zwei Seiten, deswegen können wir das Ganze so machen, dass wir erst auch die Seite machen. Und dann dementsprechend einparken, aufpassen mit der Fassadentafel an der Fassade. Je mehr du dann rumrangelst, desto eher wird es zum Kratzer. Genau, hinten bist du noch nicht ganz drin. So, super, passt. Gut, passt. Ich halte sie mal. Da zeigen wir wieder live, wie das auch
angebohrt wird. Selbes Spiel mit der Bohrlehre. Löcher haben wir schon drin mit 9,5 mm. Das heißt, wir gehen jetzt durch. Ich mache erstmal nur ein, damit du das Ganze halten kannst. Dementsprechend auch hier Niete, Festpunkt, Hülse wenigstens bei einem Punkt drauf, dass er nicht mehr hin und her wandern kann. Den hat er woanders abgerissen. Der, hat sich weggeschoben nach oben. Unsere Platte, die Unterkonstruktion hält nicht, die oben dran ist. Die hat sich weggearbeitet. Ja. Siehst du das? Ja. Ja, siehst du, auch sowas passiert uns. That's life. Irgendwas also, ist ja immer. Ja, also das, was wir vorher mühsam angeklebt haben, hat sich gerade so elegant nach hinten weggeschoben, dass es nicht hält. Also ein Loch ist drin, ein Loch ist auch im Profil drin, aber ja, durch den Niet hat sich das Ganze gerade weggeschoben. Das Ganze hat wunderbar ausgelöst und zugemacht, aber geht ja, nicht. In der Probe hat es geklappt. Ja. Sowas passiert. Im Finale nicht mehr, sowas passiert. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, es sollte klar und verständlich sein, wie wir es machen. Wir haben es schon mehrmals gezeigt. Wichtig ist wirklich mit der Bohrlehre durchbohren, die ganzen Niete setzen, dementsprechend Festpunkt, Leitpunkt, ein bisschen drauf achten, gerade mit der Unterkonstruktion, dass man nicht mehrere Unterkonstruktionsebenen miteinander koppelt, weil ansonsten gibt es halt einen unnötigen Krafteinwirkung von der Spannung her. Und das war's. Also im Grunde genommen, ihr habt es gemerkt, es ist relativ einfach. Einmal wirklich eine konstruktive Geschichte daraus machen. Wie gehe ich vor? Und wenn ich das habe, funktioniert es. Gut. Ja? Eins habe ich noch. Wir wären jetzt fast so weit durch. Okay. Aber einer habe ich noch. Na? Ja, einer, so wie hier, da hast du mit dem Bleistift draufgeschrieben. Ja. Und das muss ich auch entfernen, weil wenn ich das überall machen würde, würde es auf der Fassade nicht so gut wirken, oder? Das stimmt. Wichtiger Aspekt, wenn ich fertig bin mit der Fassade abends, bevor ich ins Auto springe und schnell nach Hause will, mache ich die Fassade sauber. Ja, das heißt, ich gehe dabei, alles, was ich irgendwo an Staub drauf habe oder wie in diesem Falle, ich habe einen Radiergummi hier mit in der Tasche, kann ich damit wegmachen, ja, und gehe dann... Und was passiert aber, wenn ich so, ich sag mal, ein bisschen schmutzige Hände besitze? Schmutzig, Staub, irgendwelche Reste, da kann ich eigentlich immer mal so einen Neutralreiniger nehmen, gehe mal entweder damit auf den Lappen oder an die Fassadentafel und nehme dann dementsprechend den Dreck komplett runter. Ja, das ist eigentlich alles, ob das nun der ist oder wer anders ist, relativ egal. Ich kriege 95% des Drecks, Bleistiftstriche, kriege ich komplett damit runter. Ich muss halt nur darauf achten, dass ich danach ein bisschen mit trocken nehme. Aber der größte Vorteil, hast du mir auch noch erklärt, ist, wenn irgendwelche Beschädigungen an der Platte wäre, würde ich die dann auch sehen. Ich sehe immer genau, was los ist. Ja, ich kann genau sehen, oh, hier ist ein Kratzer drauf. Okay, das weiß ich schon mal, gerade in Bezug auf Abnahme. Oder ich kann dann dementsprechend noch was machen. Oder aber... ich muss halt beichten und sagen, okay, wir brauchen noch eine neue Tafel. Ist ein Malheur passiert. Wer es war, ist nachher nicht mehr rauszukriegen. Aber besser jetzt als hinterher bei der Abnahme. Ja, also wichtig ist wirklich abends vor Feierabend komplett sauber machen. Ich sehe A, Beschädigungen drin und ich habe den ganzen Dreck auch runter. Gut. Ja, das ist auch meine Bitte an die Verarbeiter, dass das auch wirklich gemacht wird. Dann haben wir alle weniger Ärger. Ich bedanke mich erstmal, wenn ihr sonst wir nichts mehr habt. Wir bedanken uns. Wir also sind noch eine halbe Stunde da. Ich hoffe, dass wir uns nochmal sehen, was ich sogar glaube. Weil, ich sag mal, in 14 Tagen ist mein Kollege Henry Hansch dran, mit Firma Reinzing noch einmal, auch wieder vorgehängte, hinterlüftete Fassade. Die Sendung war ja die erste dieses Jahr, was leider ausgefallen ist wegen Krankheit. Die wird nochmal nachgeholt. Und dann beginnen wir im Holzrahmenbau. Und ich denke, da werden wir bei euch alle ganz verkehrt, da oder? Da haben wir einiges im Programm, ja, von der Putzträgerplatte aus bis zur Holzzementplatte ist eigentlich einiges da, Fassade, Großformat. Also es findet sich alles immer irgendwo wieder, egal ob im Holzrahmenbau oder bei der Sanierung. Ist auch immer mein Spruch, wo ich sage, man sieht sich immer zweimal im Leben. Öfters. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und Dankeschön. Wir sehen uns in 14 Tagen. Danke. So, tschüss.